Heißt, er kann hier erst noch mal eine Runde meditieren, um seine Energie wieder aufzubauen. Das finde ich geil, dass der Magier einfach nur so kein Bett braucht. Der Reinhold hat das fertig. Dann geht er in die Kaserne und kocht sich erstmal was Feines. Eieiei, mal gucken. Haben wir 7 von 4 und 3, machen wir erstmal das Kaninchen leer. Okay, ihn können wir dann jetzt. 2 Zauber vor. Das haben wir heute zum Glück auch noch nicht gemacht, ne? So, Moment, dann gehen wir mal zum Zauberturm. Und dann sammeln wir erstmal die Kräuter hier. Sammeln, 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 sammeln. So, dann geht's wieder rein da und dann vergessen wir. So, also die Heilung brauchen wir jetzt ja nicht mehr und die Telepathie ist irgendwie sinnlos. Ich weiß nicht, was die bringt, aber irgendwie war sie beim letzten Mal, als sie funktioniert hat, nicht so. War irgendwie nix, ne? Frag mich, was das wirklich gebracht hat. Ist doch bestimmt im Internet irgendwie ein Guide oder so, wo man mal nachlesen könnte oder. Oder, das wusste ja nicht, ne? Mann, wie geht's gerade an die Assen? Kann meiner kratzen? So. Hat nicht geholfen. Ja, mal schauen, lecker Kaninchensuppe. Ja, das sieht gut aus. Schmecken. Wildblumen, die sind bestimmt richtig gut. Aus Wildblumen, die sind so selten, ne? Ja, da kannst ein Haus von kaufen, von einer, so teuer ist die, ja? Glaube ich, dass da keine Wildblumen dabei waren, so selten wie die sind. So, hier oben muss es doch. Jawohl, hier übt er einfach mal wie lang? 2 Stunden. Üben ist kampfbereit. Unterbrochen, keine Ahnung, üben ist kampfbereit. Was ist denn, wenn du kampfbereit bist? Ich sammle Blumen. So, und hier hinten nehmen wir rein aus Dingsens. Rein aus Prinzip nehmen wir es auch noch mit. Streng genommen brauchst du eigentlich keine Klinik, wenn du Magier hast. Ist mir gerade so eingefallen, wenn du mit Heilung alle heilst, dann brauchst du keine Klinik. Boah, ich habe heute wieder meine intellektuelle Phase, das ist unglaublich. Also die CDs. Hohoho. Der verkloppt sich hier wieder selber, um seinen Zauber zu ver. Was macht denn der? Javen! Wirkliches Geraffel jetzt hier reinräumen. So, dann studieren wir nochmal. Zauber studieren. Dann nehmen wir nochmal Terror, Dunkelheit, Ordnung und Energie. Dunkelheit, Ordnung und Energie. Was? Ja. Bilas. Senna! Bilas! Moven! Und. Barenzel! Baring! Und dann nehmen wir Wachstum, Energie, das Wasser, ich weiß, was gemeint ist, das ist gerade alles. So, Licht, Energie und Luft. Tefer! Juhu, ist Herr Reinhold gerade nichts mehr zu sagen. Wo bin ich das denn? Wo, ja? Ist Luft, ich denk schon. Dia, Sa, Flay, Fish, John Salb! So, gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal zum Rolldeo. So, Moment. Boah, was ist denn das schon wieder für eine Kameraeinstellung? So, und jetzt los.
Nein. So. Und unser Reinhold ist sogar eine Stufe aufgestiegen. YOLO. Kein Experiment durchführen. Ja, gut, jetzt liest er eine Runde. Mittelalterlicher Wahnsinn. Band 4, 16.30 Uhr. Das ist mein Name, vor allem im Mittelalter. Hä? Warum ist er nicht einfach da reingegangen? Warum wirft er noch den Bogen? Hä? Ich blick das Spiel so überhaupt nicht. Also über der Wegfindung durchblickt, der möge sich freuen. Ach Mann, du sollst noch weiter üben, du voll Freund. Voll üben, einfach üben. Bis der die Scheiße du erfüllt hat, Mensch, das ist doch was. Kann ich nichts weiter als einfach so so ein wenig rumgrummeln. Mehr kann ich da nicht zu sagen. Hm. Well, go! Ha! Ich mach dich platt. Wow. Sieht doch bisher ganz gut aus. Er sollte vielleicht ein bisschen mehr Technik und weniger mit sinnloser Kraft zuschlagen. Franklin! Hochbegabt. Was? Er hat gar kein Schwert. Er ist mal, er hat auch nicht gejagt. Hä? Ich blick das Spiel überhaupt nie. Und drüber vom Herzen Sauerteig steht der Trank, genau. Was? Warum jagt denn der jetzt? Er soll doch einfach sein Geheimexperiment durchführen. Magier Merlin blickte auf die Puppe, die er aufgetrieben hatte. Es war zwar nicht die schönste, doch sie würde ihren Zweck erfüllen. Sie erinnerte Merlin sogar ein bisschen an seinen lange verschollenen Bruder Abner. Aber egal, es gab Dinge, die erledigt werden mussten. Alles war bereit. Merlin trug den sorgfältig zubereiteten Zaubertrank auf seinen Körper. Die Wirkung würde sich ihm bald offenbaren. Auf einmal richtete sich die Kreatur auf. Sie war lebendig. Merlin hatte es geschafft. Doch wie würde sich seine Kreatur verhalten? Das Simulacrum reden. Simulacrum. Ja, jetzt habe ich es drauf. Und das Simulacrum läuft weg. Na, es ist davon auszugehen, dass der zum... Bäume. Schaut so aus, dass er ein bisschen was abgekriegt. Naja gut, dann schicken wir den erstmal zu. Ich meine, kann er sich bei Gelegenheit auch gleich nochmal hier ein bisschen Fleisch reinhauen. Was er seltsamerweise ins Inventar bekommen hat, obwohl er gar nicht gejagt hat. Sag mal, wie lange musst du Vogel eigentlich noch üben? Eine Minute. Ja, so, dann können wir uns mal tun, dass er immer seinen Einsatz macht hier, ne? Weil was, schau? Spiel mit. Knappe Abbruch. 15 Zenich. Hochlebe der König der Gräser. Hochlebe er. Fledge. Ja. Irgendwie lustig, ein glücksspielsüchtiger Ritter. Na gut, im Frühmittelalter wäre das gar nicht so unselten gewesen. Aber dann Mittel... Nein, es gibt ja kein Mittelmittelalter. Früh, hoch und spät. Ich der schon für eine Scheiße, Labermensch. Muss doch hier meinen Bildungsauftrag erfüllen. Ordensführer. Ist Ordensführer? Er ist ein Templer. Töte ihn. Gesamte Kleidung am Leib bei Wette einsetzen. Das freut ihn doch bestimmt.
Franzi? Minus 40 und dann Klaus. Schön. Die Karten stehen gut. Jawohl. Da gewann er. Und wir haben einfach mal so zwei gewonnen. Dass es ihm nicht auffällt. Alter, er hat betrogen und verloren. What the fuck? Also aus manchen Leuten wäre ich echt nicht schlau. Ne, so ein scheiß Cheater und cheatet dann auch nur so schlecht, dass er verliert. Ja, das sind dann hier immer die Besten. Dann sind die anderen wieder hier. So Noob, gibt mir einen Report. Selber kein eigenständiges Spiel gespielt haben, aber dann hier unsere Kreatur ist also anscheinend des Lesens mächtig. Guck. Einfach mit ihm reden. Plauder. Also so gesund sieht der aber nicht aus, ne? Ja gut, er war tot, aber... Nee, was, Joe? Hätte mir für ihn vielleicht doch die Heilung gebraucht. Was ist denn das für eine Kamerasteuerung? Malgrick, Fralakon, Lobralim, Konig, Barzell, Grussel, Meinef, Belensikov, Grelish, Gibet, Shanov, Tolek, Tona, Korklin, Korund. Va. Du hast recht, Man. Es ist ein gutes Gefühl, in dieser Welt einen Freund zu haben. Ich werde nur meiner Bestimmung, dir zu helfen, nachkommen. Diese Schmerzen machen mir nicht so viel aus. Ich fühle mich nur einsam. Ist es das, was mein Leben ist? Plötzlich bin ich mir nicht mehr so sicher, dass eine gute Idee ist. Ich sollte diese Kreatur im Auge behalten. Also, das macht er ganz beinahe, indem er sich einfach auf den Stuhl setzt. Cressic will laugh him. Celebrate yay. Passa Genek la Quivain. Du hast nicht genug Energie. Diasa. Skoronde Jiven. Parosh nimen. Dann kriegst du deine scheiß Energie schon wieder. Das wird funktionieren. Yo-Cat! Warum spielt das eigentlich automatisch? Was? Wieso kämpfen denn die jetzt? Alter, warum sticht der nieder? Das finde ich nicht gut. Er ist doch gerade das Leben erwacht. Du kannst ihn doch jetzt nicht wieder zum Blutverlust dingsens. Hilf ihn, Glassik! Nee. So, hilf ihn! Selegon! Drossel. Zum Stammplatz gehen. So, diese Kamera, ne? Ach ja, gut, ich stelle mich da aber auch an wie so ein... Genau, wie so ein... Nennen wir es Manfred. In der Nähe der Stadt Blaz ist bedroht ein verrückt gewordener Schwertkämpfer die Leute. Lauft um euer Leben! Was soll Ordensführer Reinhold tun? Das ist das Problem von Magier Merlin. Ich möchte nicht die Entscheidung treffen. Ich hätte mich nie darauf einlassen dürfen. Jetzt muss ich dieses Chaos beseitigen. Ja klar, er ist der Ritter, er muss sich drum kümmern. Ich hätte es nie so weit kommen lassen dürfen. Jetzt muss ich sehen, dass die Sache wieder in Ordnung ist. Was? Verrückt gewordener Schwertkämpfer? Was? Hä? Der hockt die ganze Zeit im Brumm und dann regen sich die sich auf, dass er ein verrückt gewordener Schwertkämpfer ist? What the fuck?
Ich verstehe dieses Spiel nicht, Kinas. Ich verstehe es einfach nicht. Mit dem Schwert Leben entziehen. Also das ist eigentlich jetzt gerade total seltsam. Marcel. Widerwärtiger verrückt gewordener Typ, der gar nicht widerwärtig und verrückt war. Oh Kreatur, meine Kreatur. Dank der Hilfe von Ordensführer Reinhold waren die Bemühungen von Magier Merlin, Leben zu erschaffen, von Erfolg gekrönt. Obgleich sich eine Reproduktion wohl nicht lohnte, war das Experiment von Merlin eine echte Bereicherung für den Wissensschatz von Coldstones. Oh ja. Alter, die Mission, die war jetzt ja irgendwie, naja. Naja, was haben wir denn da noch so? Seuchenauftakt. Aber ich würde sagen, bevor wir hier eine neue Mission, wenigstens mache ich mal eine kurze Aufnahmepause. Und bis dahin, ciao.